Es kann häufig zu Situationen kommen, in denen du geghostet wirst, in denen du einfach ignoriert wirst, eiskalt, in denen eine Person dir sagt, ich werde mich melden, aber es nicht tut. Und ab diesem Zeitpunkt ist man in seinem Kopf gefangen und fragt sich, was habe ich falsch gemacht? Was genau stimmt an mir nicht? Was genau passt an mir nicht? Und wie kann ich damit abschließen? Und dann versucht man alles Mögliche, um irgendwie eine Antwort zu bekommen, um abschließen zu können. Aber der Punkt ist doch, du brauchst keine andere Person, um abschließen zu können. Du hast diese Person nie gebraucht. Um abschließen zu können, brauchst du nur dich und das, was du dort siehst. Denn das an sich ist schon ein Abschluss. Dass eine Person etwas sagt und nicht dazu steht, ist schon ein Abschluss. Diese Person auf der anderen Seite hat dir etwas versprochen und es nicht eingehalten. Und du bist traurig darüber, dass du diese Person nicht bekommst. Aber diese Person nicht zu bekommen, ist ein Segen. Denn weißt du, was viel schlimmer ist als eine Person, die ihr Wort nicht hält, die du nicht bekommen kannst? Eine Person, die ihr Wort nicht hält, die du im Leben hast und mit der du die ganze Zeit umgehen musst. Mit der du die ganze Zeit verbringen musst. Und mit der du die ganze Zeit kämpfen musst. Weil diese Person immer wieder und immer wieder und immer wieder ihr Wort nicht hält. Wenn du also mit einer Frau oder einem Mann zusammenkommst und diese Person stützt ihre Worte nicht mit Aktionen, dann sei dankbar dafür. Denn du hast dir sehr viel Zeit gespart. Diese Person hat dir sofort gezeigt, wer sie wirklich ist. Denn es gibt da draußen Menschen, die sehr viele schöne Worte sprechen und die sagen, was du hören willst, aber keine Aktionen folgen lassen. Und es gibt Menschen da draußen, die Aktionen zeigen, aber ihre Worte passen noch nicht zusammen. Das bedeutet, sie sagen beispielsweise, ich will keine Beziehung. Ich will auch nie irgendeine haben. Ich will auch niemals heiraten. Es gibt aber auch genauso gut Menschen da draußen, deren Worte und Aktionen zusammenpassen. Und wenn du diese Menschen findest, halte sie fest, weil diese Menschen sind selten. Und ich weiß, vielleicht sind sie nicht die aufregendsten, weil du nicht die ganze Zeit überrascht wirst, weil du nicht die ganze Zeit Drama bekommst. Und all dieses Zeugs. Aber wenn es so ist und du damit unzufrieden bist, dass ein Mensch charakterlich stark ist und die Worte und Aktionen zusammenpassen, dann sollst du dich fragen, was mit dir nicht stimmt und was in dir noch verarbeitet werden muss. Denn um die wahre Liebe in deinem Leben zu finden und zu halten, spielen Worte und Aktionen eine große Rolle. Wenn du also bereit bist, deine emotionale Abhängigkeit zu jemandem zu beenden und wahre Liebe in dein Leben zu ziehen, ohne dich verstellen zu müssen, dann bewirb dich für ein Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, nur das Beste von ganzem Herzen. Wenn es Fragen gibt, schreib sie unten in die Kommentare. Bleib gesund, lass dir gut gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Let's go. Peace.